Wenn ihr diesen Stecker seht, an was denkt ihr denn da? Geht's euch wie mir? Ich denke an E-Mobilität. Ah, da kommt er ja. Hallo. Hallöchen. So, schickes Auto. Ja, ist auch schick. Macht auch Spaß zu fahren. Ich muss mal eben aufladen. Das ist ein echter Mennekes. Das ist ein Stecker, um E-Autos zu laden. Und der ist hier im Sauerland sogar erfunden worden. Wird in der ganzen Welt benutzt und in Europa ist er sogar Standard. Das ist jetzt ein Teil unserer Ladestationsfertigung. Wir werden im Wesentlichen Ladesäulen. Wo machen wir das zusammen? Und wie man so eine Marktposition aufbaut und absichert, erklärt mir heute Christopher Mennekes. Er ist der CEO schon in der dritten Generation. Wann habt ihr begonnen, auf E-Mobilität zu setzen? Wir haben in den 90er Jahren schon einen ersten intelligenten Industriestecker gebaut. Und darauf aufsetzend kam das Thema Elektromobilität immer stärker. 2008 ist für uns das Startjahr, wo wir wirklich intensiv das Thema Elektromobilität bearbeitet haben. Was hat letztendlich den Impuls dazu gegeben? Der Impuls dazu war, dass uns irgendwann klar wurde, dass ein Elektromotor unglaublich viele Vorteile hat gegenüber einem Verbrenner. Gerade in Sachen Wirkungsgrad ist das eklatant, der Unterschied. Und das gepaart mit der unglaublich spannenden Batterieentwicklung, die man von Laptops und Handys kennt, das hat mir eigentlich gezeigt, das Thema wird relevant. Und vielleicht nicht in diesem Ausmaß, wie wir es jetzt gerade erleben, aber 2008 war auf jeden Fall schon das Konzept gut. Ja, recht neue Fertigung hier. Wir sind jetzt seit einigen Monaten hier. Also früher war hier die Kunststoffspritzerei drin. Die haben unsere Kunststoffteile gefertigt. Wir haben weltweit 1.300 Mitarbeiter. Tendenz steigend. 300 ja. Weltweit. Und wir haben in den letzten Jahren jedes Jahr ca. 70, 80 neue Mitarbeiter eingestellt. Wow. Und das resultiert jetzt alles aus der Expansion in der E-Mobilität. Mhm. Die Mitarbeiter sehe ich, die fahren auch schon alle E-Autos? Noch nicht alle, aber es werden immer mehr und auch unsere Dienstwagen werden immer elektrischer. Wir haben unsere Richtlinien entsprechend umgestellt und voll auf Elektro gesetzt und bereiten uns auch darauf vor, wie man sehen kann. Überall stehen jetzt die Ladestationen. Ein Parkplatz der Zukunft. So sieht's aus. Jetzt habt ihr mit der E-Mobilität ja ein neues Geschäftsfeld dazugefügt. Ja. Wie hat sich das denn generell auf das Geschäftsmodell ausgewirkt? Ja, wir sind eigentlich von einem reinen Hardwarehersteller hin zu einem Lösungsanbieter geworden und bieten jetzt also nicht nur die Hardware an, sondern auch die Dienstleistung dazu. Und das wird zukünftig auch immer mehr werden, denn es geht schon längst nicht mehr nur um Ampere und Volt bei der Elektromobilität, sondern viel stärker auch um Bits und Bytes. Und das bietet Gelegenheit, alle möglichen Dienstleistungsgeschäftsmodelle abzuleiten. Das heißt, die E-Mobilität ist heute schon größer als das Kernfeld? Tatsächlich. Im März diesen Jahres war zum ersten Mal das Thema Elektromobilität bei uns umsatzseitig größer als das Kerngeschäft. Was ist denn jetzt die Herausforderung vom klassischen Steckerhersteller, in intelligente Ladesäulen rüberzugehen? Wir sind Hardware-Spezialist und haben dann mal im Markt geschaut, wie weit kommen wir mit der Hardware, haben aber relativ schnell festgestellt, die Kunden brauchen weitere Lösungskomponenten, um wirklich eine Lösung zu haben. Und da haben wir uns mit verschiedenen Partnern unterhalten, die Elektronik-Know-how haben oder die Software-Know-how haben und können dann mit diesem Paket auf den Kunden zugehen und ihm wirklich eine Lösung bieten. Weil intelligente Ladestationen, nur die Hardware, da liefern sie im Zweifel ein Problem und keine Lösung. Jetzt sind Sie in der dritten Generation unterwegs und expandieren. Wie sieht es denn die zweite Generation? Die zweite Generation ist ganz glücklich, die war ja auch noch mit beteiligt in den Anfängen, als wir die ersten Weichenstellungen vorgenommen haben Richtung Elektromobilität. Und nein, also es ist gut, bei uns brummt es gerade wie verrückt und die frühe Beschäftigung mit Elektromobilität hat uns jetzt recht gegeben. Was ist denn nötig, damit E-Mobilität ein nachhaltiger Erfolg wird? Ich glaube, der Erfolg stellt sich jetzt wirklich ein. Im letzten Jahr ist aus meiner Sicht das Wendejahr der Elektromobilität gewesen. Wir haben immer mehr Fahrzeuge, wir haben immer mehr Ladepunkte in Deutschland, die auch mit rasantem Tempo, mit entsprechender Förderkulisse ausgebaut werden. Was jetzt noch wirklich wichtig ist für die Zukunft, ist natürlich, dass wir Elektromobilität mit Grünstrom betreiben. Das heißt, wir müssen unbedingt mit der Energiewende vorankommen. Das würde ich mir wünschen für die Zukunft. Und dann brummt die Bude richtig. Dann brummt die Bude richtig. Sie brummt auch schon. Sie brummt auch und dann auch nachhaltig. Und was denkt ihr, was wird benötigt, damit die E-Mobilität ein wirklicher Erfolg wird?
Hier gibt es eine witzige Geschichte, wenn man hier auf Fahren geht, da gibt es dann die Beschleunigungsmodi. Aha. Also lässig, Sport von Sinnen und von Sinn plus. Ready? Ready. Ja, das wird ein schönes Video. Das,